Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Civilization 6. Wir sind natürlich immer noch im wunderschönen Game of Thrones Universum. Ja, was habe ich gestern noch gemacht? Also die letzte Aufnahmesession ist gestern gewesen, gestern Nacht. Also letzte Nacht. Genau, ich hatte hier angegriffen, ich habe einen Siedler gemacht, den wollte ich dahin schicken, damit ich das Eisen bekomme. Ich erinnere mich. Vage, aber ich erinnere mich. Und ich wollte ein bisschen ja, ich erinnere mich. Gerhold hatte ich eingenommen. Und alle waren ein bisschen böse auf mich. Stimmt, da war was. So. Eingenommen. Die machen wir hier oben noch weg. Da würde ich nämlich hier vielleicht noch eine Siedlung hinsetzen. Vielleicht ungefähr. Aber hier haben wir Salz. Ne? Wenn ich das hier hinsetze. Eins, zwei. Wenn ich hier eine Siedlung hinmache, kriege ich beide. Kriege ich das zwei was und das. Obwohl. Nee, kriege ich nicht. Ganz knapp nicht. Dann bräuchte ich einen großen Propheten. Das da oben habe ich auch noch. Die haben noch keine Mauer, ne? Nee. Würde ich sagen, setzen wir mal kurz schon über. Die werden mich so alle hassen. Ich bin mal gespannt, ob Daenerys irgendwann auch hier rüberkommt mit ihren Drachen. Ich bin echt gespannt. Wo geht denn der hin? Ah, aha, okay. Was? Achso. Ja, sie beleidigen mich jetzt alle. Sie hat mich gerade auch schon angegangen, aber das ist ja normal. Halt auf. Wow. War sehr clever. Na, ist okay. Wir sind schon stärker in den Bogenschützen. Dann mache ich hier dann das andere noch hin, dann baue ich dort einen Siedler. Hier baue ich auch gerade einen Soldaten noch. Die würde ich hier stehen lassen. Wer hat denn? Die können sich upgraden. Also nicht mehr in der Runde, schade. Oh, die bleiben schön stehen. Die umrunden das Ganze mal. Wer noch? Ja. So. Die haben ja keine Mauer, also ich denke, das sollte auch reichen. Ausruhen. Ich denke, das sollte reichen. Ich hoff's. Euer Schatzkammer füllt sich aus. Okay, die mögen mich. Die mögen mich, weil ich Geld habe. Toll. Moment. So. Mal kurz was zurückschreiben hier. Ich mag Anfänger, die sich mit einer Erinnerung in den Streitmacht umgeben. Keine Sau kann ich leiden. Könnt ihr mal aufhören? Nein, bitte nicht töten. Oh, danke. Die kriegen jetzt ein Upgrade. Und die können mit angreifen. Ich kann Krieg erklären, ne? Ich will jetzt mal die kleine Insel. Die hassen mich alle so. Die werden mich alle so hassen, ey. Boah, ist das schrecklich. Komm, mal Siedler. Das Problem ist, ich würde mir gerne die Fortbewegungspunkte vielleicht noch aufheben. Die schicke ich mir hier hinter. Die müssen ja irgendwo noch Soldaten haben. Das brauche ich aber echt. Also die Ecke möchte ich echt haben.
Und wenn ich das habe, 1, 2, 3, kriege ich das und das. Ja. Hier müsste eine Inselkette sein. Also theoretisch müsste nach Map, nach der Westeros Map hier noch eine Insel sein. Hier geht es so ein Stück raus und hier ist er müsste. Vielleicht kann man da was auch noch ansiedeln, mal gucken. Das wird schwierig da irgendwie noch. Ich muss mal hier rumlatschen. Ja, ich latsche mal hier hoch. Ja, ich überlege gerade, ob ich würde, wenn das schief geht, eh nicht neu laden, ja. Aber ich fühle mich besser, wenn ich sagen kann, okay, ich habe gespeichert. Okay, die können nicht mehr an. Die haben angegriffen. Jetzt habe ich natürlich zum Gucken, dass die nicht mit ihren Soldaten hier antanzen. Das wäre ungeil. Edward Stark hat dem Haus Mormont den Krieg erklärt. Haben die mir vorhin schon mal den Krieg erklärt gehabt? Warte mal, wir hatten doch in der letzten Folge irgendjemand auch einen Krieg erklärt, wo ich dachte, hä? War das die? War das der Stadtstaat? Wow, sie greifen da hinten an. Okay, wenn ihr meint. Ach, jetzt habe ich die vergessen. Nee, die habe ich abgegradet, stimmt. So. Die einen nennen es Magie. Ja. So, die können hier hoch. Die rücken auch vor. Ich überlege gerade, ich könnte die auch, ich kann mich mit denen auch verbinden, ne? Ist natürlich auch gut, wenn ich mich mit denen verbinde. Wenn ich so angreife, ist es ein bisschen besser. Okay, läuft gut, läuft gut, läuft gut, läuft gut. Machen wir die mal hier weg. Und wenn ich jetzt hier rüber angreife, habe ich einen Nachteil. Ah, passt schon. Sollte gehen. Was? Wow. Sie haben überlebt. Gibt's doch nicht. Ein Hafen, Stallung. Reiter wären schon super. Ja, genau hier sollen die sogar die Siedlung gründen, das passt doch. Oh, die haben einen Bogenschützen gebaut. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Was haben wir denn, ne? Stadtverteidigung, Stärke, Stadtfernkampfstärke. Das ist ganz cool. Aber ich lasse das mal das jetzt hier. Wir sind ja noch in der Klassik. Erst wenn wir im Mittelalter sind, bringt mir die Karte nichts mehr. Das heißt, ich lasse es mal noch so, wie es ist. So, mal hier. Was war das? Zack. So, und dann gründen wir eine neue Stadt. Und entfernen hier. So. Alle Barbaren. Und ziehen die Soldaten natürlich zurück. White Knife. Aha. Weiße Klinge.
Interessante Namen. Sehr interessante Namen. Ein Handwerker wäre gut. Warte mal. So. Greifen die jetzt auch ran? Oh. Ja, tun sie. Haben angegriffen. Okay. Schön. Würde ich die zurückholen? Die auch. Die auch. Das behalten wir natürlich. Oh, ich werde so in alle Kriege hier reingeraten. Ich möchte nur das, was den Starks zusteht. Das Lustige ist, man hört nur von Kriegen, also nur ich führe hier irgendwie Krieg die ganze Zeit, ne? Ah, guck mal, die sind echt dicht hinter mir. Robert Baratheon holt auf. Wie die mich mögen. Die mögen mich. Hier, ich gebe euch mal die Delegation, komm. Bin ja nicht so. Ah, oh, nein. Wieso mögt ihr mich denn nicht mehr? Ich muss gerade wieder Schmunzeln verkneifen, ne? Ich muss mir echt das Schmunzeln verkneifen. So, also die zwei würde ich gerne noch einnehmen. Und dann würde ich sogar erstmal aufhören wollen. Ja? Ist nicht so, dass ich Kriegstreiberei betreibe. Nee, 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 nee. Wer ist denn das? Ach, Dorn. Ach, lol. Ein Dorn, Mattel, The Prince of Dorn and the Lord of... Ja. Ja, die waren ja eigentlich immer nett. Gucken, ob sie mich in Ruhe lassen oder ob die auch Streit wollen. Hier ist Dorn. In der Wüste. Ah, Dorn einzunehmen. Wäre cool, wenn mir das gelingen würde. Wäre das echt geil. Ja, nehme ich an. Gib mir dein Gold. So, jetzt kriege ich mal einen Händler. Die Frage ist, wo schicke ich den Händler hin? Der Great Water? Ich denke schon. Obwohl, ich sollte die. Hier ist halt überall die Barbaren, ne? Ich müsste die Barbaren erstmal wegmachen, bevor ich hier irgendwo Händler hinschicke. Aus taktischen Gründen müsste ich die Händler eigentlich echt. Ich kann die noch nicht so weit schicken. Ach, ist das ärgerlich. Die schwarze Festung würde ich sie mal schicken, ha? So für den Anfang. Ich baue das und kaufe mir einen Siedler. So. Die großen Pyramiden. Handelszentrum. Und mehr Gold wäre schon nicht verkehrt, ne? Jetzt kann mir keinen Siedler kaufen, wenn ich mir das kaufe. Ich lasse das mal hier und warte da ab, bis ich das freigeschalten habe auf natürlichen Wege. Campus. Hm. Machen wir mal Bogenschützen. Kann man nicht genug haben. Katapulte wären nice. So. Warte mal, das könnte ich mal Auto-Erkunden machen. Das wäre ganz super. Brauche ich mich mal darum nicht kümmern. Jetzt würde ich gerne hier. Oh, echt, ich kann mir keinen Händler kaufen. Ja gut, kann ich mir einen kleinen zwei Runden kaufen. Das wäre ganz nett. Und dann würde ich hier ein Lager hinbauen, dass ich bloß eine Metallressource brauche. Der Handwerker braucht echt lange.
Aber wäre taktisch vielleicht was anderes besser gewesen. Mal gucken. Bezirk geplündert. Der wäre da weg, schade, in den Bezirk. Das müsste ich immer noch einnehmen. Der eine bleibt da, was kommt hier? Haus Red Wien. Okay. Was bauen wir hier am besten? Ein Katapult für hier. Da habe ich zwei Katapulte, weil die haben eine Stadtmauer. Es wäre gut, wenn ich da was hätte. Ein Hafen ist sogar schon gebaut. Wenn wir Kunstspeicher reparieren. Oh, das hier oben wegmachen, dass wir Bahnlager noch wegmachen. Dass mir das nicht in die Quere kommt. Okay, gegen den kann ich jederzeit einen Krieg erklären. Machen wir das alte Spiel. Erstmal speichern, fühle ich mich wohler. Und dann geht's los. Halt, jetzt sehe ich hier das. So. Ich könnte von hier aus angreifen, aber das wäre halt eine deutliche Niederlage. Ihr seid die Stadtmauer jetzt, ne? Ganz ehrlich, meine Truppen sind stark. Die schaffen das. Vielleicht ab und zu mal einen, aber dann kann ich vielleicht auch leveln, dann kriegst du XP. Das geht schon, das geht schon. Schicke ich mal hier hoch. Gegen die Kleinen sagen sie anscheinend nichts hier oben. Oh doch, sie sagen was dagegen. Turn mal, guck mal, der mag mich. Der König mag mich halt auch. Oh. Na, sie greifen zurück an, das war schon klar. Immer die Soldaten hier hochschicken. So. Machen wir erstmal die Soldaten weg, würde ich sagen. Huh? Gern den Handwerker. Geringer Sieg, ja, ist okay. Ich überlege, ob ich die Nachtwache dort oben unabhängig lasse. Oh, hä? Hier sind ja Leute. Von denen. Oh, okay. So, stehen geblieben, Freunde. Ist nicht. Abhauen ist nicht. Ja, die können dann da bleiben. Wer hat eine Beförderung verdient? Die. Sehr schön. Den habe ich extra dann hochgeschickt, ne? Ah, war vielleicht unnötig. War vielleicht ein bisschen unnötig. Gebe ich jetzt zu im Nachhinein gesehen. Das war klar. Bildverlust ist jetzt klar. Die können nochmal angreifen? Ach so, wegen der Mauer. Ungeil.
Satz mit X, das war jetzt nichts. Keine Stunde im Leben, die man... Die Reiterei, sehr schön. Warte mal, was war denn das andere? Beyond them all. Drachenfeuer? Ist das Drachenfeuer? Alles klar. Ey, ich brauche Drachenfeuer. Das muss. Die würde ich aber... So, dass die wieder ein bisschen mehr aushalten. Ne? Zack. Also ich denke, die Stadt fällt jetzt. Ne? Sie ist auch belagert. Ja, schau, das war's. Bam. Double Move. Ja, ich glaube, da nehme ich die Nachtwache noch ein. Die haben noch keine Mauer. Die haben auch eine Mauer. Wieso habt ihr alle eine Mauer? Hat nichts Besseres zu tun? Okay, das kann ich eigentlich nicht bewegen. Muss ich wieder bewegen. Ich schicke die auch mit hoch. Ja, ich schicke alles mit hoch. Die rüsten auf. Und wie die aufrüsten. Es gibt ja bloß diesen einen Sieg und die KI will natürlich auch den Sieg, klar. Da werden wir nicht drum rumkommen. Also den Grundspeicher reparieren. Guten Tag. So. Nach oben. Richtung Barbarenlager. Ihr könnt euch heilen. Ja, ihr wartet dabei nicht hier. Wer kommt hier? Ah, das sind die Wildlinge. Ah, okay. Schippern einfach um die Mauer ringsrum, weißt du? Na, okay. Solange wir den Deal haben, greifen die vielleicht auch nicht an. Wenn das Töten natürlich ist, wieso muss... Ist also nicht so schlecht. Ja gut, Handelswege zu den Einstädten. So ein Siedler. Ich habe halt nicht so viele Handelswege, ne? Ich glaube, die Produktion lohnt sich halt noch ein bisschen mehr momentan. Na, machen wir das. So, das machen wir in der nächsten Runde auch wieder weg. Ihr heilt euch. Ihr rückt vor. Ihr zieht nach. Haltet diese Stadt. Ihr zieht auch nach Norden. Ihr auch. Das fällt so gar nicht auf, ne? Ob ich die Wildlinge auch mit wegmache? Wenn ich immer hier oben bin? Nee, das sind die einzigen, die mich mit mögen. Nein, ich sollte... Nein. Lieber nicht. Was würden mir die denn bringen? The Night Watch. Oh, die bringen Produktion in der Hauptstadt. Natürlich, ne? Wo könnte ich denn noch Gewinn bringen, was einsetzen? Ich gucke einmal nach dem Boni. Ich gucke jetzt mal nicht auf die Häuser, ich gucke nach dem Boni. Geld wäre natürlich ideal. Produktion der Hauptstadt wäre natürlich noch besser. Daher. Bam.
Infrastruktur in der Hauptstadt ist natürlich wichtig. So, jetzt kann ich mir hier auch einen Händler kaufen. Zack. Alles mal hier aufwerten. Dann sollte die Nachtwache recht schnell mir gehören. So, erstmal in Verteidigungsstellung gehen. Fahr mal hier raus. So. Ich finde es doof, dass die KI manchmal, sobald irgendwie Barbaren in der Nähe sind, dass die nicht weitermachen können. Das ist irgendwie komisch. Ich weiß auch nicht warum. Our mind to protect, you will stop what? Auf dem. Okay. Ich soll aufhören damit, was ich mache. Im Namen des Königs. Ja. Ihr seid zwar Freunde, ihr zwei, aber. Ein großes Aber. Warte mal, was bringt mir das? Bringt mir halt 1 bis 1,1. Gerhold würde mir sogar 2 Nahrung bringen. Gerhold ist. Ganz rechts. Bringt mir 3 Gold. Ich mache erstmal die Handelswege im eigenen Reich, würde ich sagen. Handelswege im eigenen Reich wäre nicht verkehrt. So eine Show bringt nicht viel, aber es bringt mir auch die Straße. Daher machen wir mal das. Ist nicht viel, nur was. Zack. Halt für das. Nice. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Ich schick die mal hier rüber. Schick die dahin. Dass ich die noch bekomme dann zum Angriff. Oh, hier können wir auch noch. Bam. Das Ganze noch erweitern. Das wollte ich noch. Ah, das wird gerade am. Es ist gerade am Reich halten. Okay, da warte ich damit mal noch. Da bauen wir eine Weile. Was bauen wir da hin? Die große Pyramide. Passt überhaupt nicht. Noch ein Handwerker. Ein Handwerker. Klar, können sie wieder nicht mehr erkunden in der nächsten Runde. Eieiei. Genau, reparieren erstmal noch. Alles reparieren. Wichtig. So, ihr kommt schön wieder zurück. Und in der nächsten Runde würde ich sagen. Technophil von OS. Ich bin beeindruckt, wie tief eure wissenschaftliche Forschung entgeht. Danke. Das ist komisch, dass er das sagt. Die Nachtwache war auf der anderen Seite der Mauer was? Okay. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen creepy. Okay, der ist jetzt K.O., der hat sich selber gekillt. Was zum? Wie viele sind da oben? Wie viele Barbarendörfer sind da oben? Jetzt wahrscheinlich alles über Bahn dürfen, nehme ich mal an. Okay, das ist ein bisschen heftig, gebe ich zu. Das sind recht viele, ne? Dann müssen wir mal gucken. Da sind aber nur 3 Leute, also. Die können sich jetzt alle bewegen in der Runde noch. Die auch. Altes Spiel. Zack, ein Haus nach dem anderen fällt heute hier. Ein Haus nach dem anderen. Deutliche Niederlage, aber das ist noch okay. Oh.
ganze Ecke ausgelöst. Wow. Die Einheiten sind echt stark. Oh, Polarlichter. Ui, wie cool hier. Nice. So. Hinterhältiger Angriff. Durch die Wälder. Nice. Dann wird die Nachtwache auch wieder unter die Hand des Darks fallen. Das hier oben reizt mich schon, die können halt nicht viel machen. Die hocken halt, na gut, die können hier noch ansiedeln, ne? Aber das sehe ich jetzt nicht, wenn es so wäre. Jetzt beleidigt mich doch noch, die hassen mich alle so, ne? Wow, oh, oh, die schießen zurück, das finde ich nicht so geil. Hört mal auf damit. Nach die hier mal, dass hier mal eine Straße entsteht. So, zack. Eine Stadtmauer. Wie die alle abhauen. Wow. Die wollen doch nicht etwa. Clever. Ist schon clever, was die anscheinend vorhaben. Ich will das Diamantenvorkommen halt auch haben, ne? Obwohl, nee, was ist das? Bleibt mal hier. Nee, bleibt mal hier. Ah, die rennen jetzt los, ne? Ach, schade. Aber das geht. Das kann man machen hier. Wer kriegt eine Beförderung? Die kriegen eine Beförderung. Okay, in der nächsten Runde. Das sieht ja noch okay aus. Die halten die jetzt bitte auf. Das wäre mir sehr lieb. Ich will gucken, ob ich hier irgendwo Barbarendörfer sehe. Das ist ja alles oben im Norden. Das ist ja oberhalb der Mauer alles hier. Wer kommt hier? Wer kommt denn da angekrabbelt? Hier kommen die hier angekrabbelt, die da. Wo wollen die? Machten ihr Freunde? Wird denn das? Ich sehe das. Ah, bitte Gesundheit kriegen sie dazu. See your enemies on my borders. Nö, nö, die brauchen sich ja keine Sorgen machen. Also ist ja eigentlich alles top. Wow, jetzt hat sich hier auch nochmal eine. Habe ich die irgendwann niedergelassen, ey. Ist ja überhaupt nicht mehr. Ich soll jetzt mal hier eine Mauer bauen. Ich hole die Truppen mal ein bisschen nach Süden. Förderung. Komm. Also ich dachte, die können hier durch. Die können ja nicht durch. Ah, alles gut. Perfekt. Ziehe ich mal Stücke zurück jetzt, dass die sich erstmal healen. So. Ja, weil das halt eine Grenze hier ist, ne? Aber die brauchen keine Angst haben, alles gut, ich tue ihnen nichts. Ich kann halt nicht mit mehr angreifen, ne? Das ist echt schade. Die Stelle ist gut. Die Stelle ist echt gut. Schanzt euch hier ein bisschen. Wir können wieder automatisch jetzt erkunden. Ich denke, das kriegt er jetzt hin. Ich will sehen, was die hier machen. Ich hätte gern mit denen erstmal irgendwie ein Bündnis. Gemeinsamer Krieg. Das wäre schon interessant, wenn ich mit ihm zusammen einen gemeinsamen Krieg machen könnte. Gegen wen ist nämlich die Frage, aber. Ja, schon nice. Ich brauche unbedingt jetzt mal ein paar Handwerker.
jetzt hier alles mal die guten Ressourcen alle mal mir schnappen kann. Okay, 25 Runden. Ich kaufe das jetzt einfach mal. Ja, Kriegstreiberei. Ja, ja, ja. Ich weiß schon. Ja. Nur? Einen gerechten Vorschlag. Das ist ein Gold nur für diese wertvolle Ressource? Nein. Dem Typen traue ich sowieso nicht. Kann sein, dass er sich vielleicht geändert hat in den letzten Staffeln, aber so wie ich ihn noch kenne. Nein. Nein, 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 nein. Also die will ich jetzt definitiv einnehmen in der Folge. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden. Es gibt keine leichte Art, einen Praktikanten anzulernen. Mein in der Demokratie. Oh, jetzt ist das hier weg. Jetzt bin ich aufgestiegen. Dann fällt das natürlich weg. Das fände ich schon gut für später. 50% Position für Nahfern. Der Renaissance. Ah, des Mittelalters. Ach, geht ja nicht. Obwohl doch, warte mal, jetzt können wir das so machen. Lagerbezirke, Munition für schwere und leichte Kavallerie. Dreh durch Plünderte, nee. So, die hier werden befördert. Was haben wir hier? Bringt uns nicht viel. Ich bräuchte erstmal jetzt eine neue Regierungsform. Das wäre mal ganz nice. Nee, wisst ihr was? Ihr zieht hier hinten lang. Ihr dann im Endeffekt mit. Wo noch? Hier. Es ist gut, dass die gerade nur die wir in der Pfanne angreifen. Ah, das sollte es jetzt gewesen sein. Oh, war's schon? Nee, einer steht noch. Aber jetzt eigentlich. Also, rein, theoretisch. Perfekt. Jetzt können wir hier runter zu ziehen. Mit den Soldaten. Verbinde die mal und schick die mal zum neuen Punkt. Guck mal, was machen die da? Was wird denn das, Freunde? Ich sehe das, ne? Ich sehe das. Wenn ihr nur dran denkt, hier einen Krieg anzufangen, ne? Oh, ich mache mich echt nicht beliebt. Ich mache mich halt überhaupt nicht beliebt, ne? Gar nicht. 500 noch was? Der ist gerade an meiner Grenze da unten. Ich weiß nicht, was er will. Ich weiß nicht, was er vorhat. Keine Ahnung. Das ist mal ein Kornspeicher. Ja, hier ist halt nichts, ne? Nicht viel. Diamanten, das ist schon mal cool. Meine Freundschaft ist abgelaufen. Das ist ja tragisch. Aha, Alter, bitte. Haha, super. Okay. Da bin ich schon mal ein bisschen Rückhalt geholt. Das ist schon mal gut. Die sollen sich dann erstmal erholen im Endeffekt. Offene Grenzen, weil er nicht mehr nach Süden jetzt kann. Nur für 4 Gold? Nein, 25, nicht 425. Hier. Wie wär's damit? Boah, der Vorschlag ist kack. Nee.
Nö, am Hepp hat er 100 Euro Mauer und versauert dort. Was macht ihr da, Freunde? Was wird denn das? Ich will den Gang hier zumachen, dass die ja nicht nach oben können. Ich weiß nicht, auf was die abgesehen haben. Keine Ahnung. Aber ich will nicht, dass sie bis dahin kommen. So, die bleiben jetzt erstmal hier und verschanzen sich da. Die ziehen jetzt auch hier runter, ne? Ja, genau. Weil hier würde ich gerne die Kolonie machen. Der Großteil kann jetzt eigentlich hier oben abziehen. Mit denen stehe ich gut. Die tun mir, denke ich, nichts. Also ich hoffe es jetzt mal. Die müssen natürlich hintergehen, wäre das echt ein Bitter. Ich glaube es nicht. Nein, ich glaube es nicht. Ihr bleibt da. Ihr zieht euch auch wieder nach Süden zurück. In wärmere Gefilde. Hier ist eine gute Einheit. Die passt hier auf. Was? Nein. Ich hab dieses aus Versehen geklickt, hey. Wo betreibe ich den Kriegstreiberei? Zeigt's mir bitte, beweist es. Leckem. Ja, komm. Ach, kommt. Also, wenn ich dasselbe vorhabt. Ihr pumpt genauso Flotte. Also, ob ihr nicht dasselbe vorhabt. Warte, nee, ich wollte das. Nice. Ich überlege gerade, ob ich links rumgehe. Ich gehe südlich lang. Der Bergkette entlang. So. Zack. Und die können sich ja erstmal healen noch. Denen geht's an sich gut. Ziehen wir alle nach Süden jetzt. So, was können wir jetzt hier bauen? Die großen Pyramiden. Hä, ich kann die da bauen? Oh lol. Okay, das ist ja lustig irgendwie. Ich würde schon mal sowas bauen, ne? Jo, ich kann halt gerade nichts Effektives machen und was. Ja, warte mal. Selbst einen Handwerker jetzt hier umzubauen, das sind die auch gleich fertig hier. So richtig viel bringt's nicht. Ich würde einfach mal wirklich das bauen wollen. Hier so. Bam. Ist natürlich taktisch doof, weil die ja sie jetzt plündern können. Was nicht echt ungeil wäre. Was die tun werden wahrscheinlich. Mache ich mir mal nichts vor. Warum hupt die Musik hier? Moment, irgendwie gehen diese Lieder nicht so richtig. Was? Wer kann wo angreifen? Ich will hier. Na, sehr schön. Da war die Einheit komplett weg. Perfekt. Ich werde die immer dorthin setzen. Ich hole jetzt meine ganzen Soldaten nach Süden. Ich soll die vielleicht einfach über die Hauptstraße schicken. Es gibt ja hier eine Straße. Das ist jetzt. So, Stufe 2. Okay, was baue ich jetzt hier? Industriegebiet, Handelszentrum. Natürlich nice. Eine Wassermühle. Plus 1 Produktion, Nahrung. Sollte gehen. Jetzt werden ja überall kleinere Mauern fertig. Das ist ja auch super. Hier auch. In der Hauptstadt. Geldgierig. Was? Das hat sich aber viel zu technisch. Oh. Finde ich auch. So ein schönes Einkommen, ne? Das tut gut. Das tut gut.
Ha, er greift die an. Wow, nicht wirklich. Auch Menschen können kaputt gehen, nicht nur Maschinen. So. Wer ist das? Ach, das sind die hier. Ne? House Reed, ja. Deep, was? Wood Motte? Deep Wood Motte. Haben wir das nicht schon? Hä? Okay. Wahrscheinlich hätte man das so machen müssen, ich hätte wahrscheinlich die Stadtstaatenanzahl lassen müssen am Anfang. Die wären, diese, ne? Kleine Städte wären wahrscheinlich alle schon an ihren Punkten gewesen. Und ich hätte die einfach nur erobern müssen. Also die Städte wären so, wie sie gewesen wären. Wahrscheinlich. Die Frage ist, wäre das hier oder wäre das da gewesen? Das ist jetzt die Frage. Schon wieder? Echt jetzt? Hey, wieso kann ich das nicht angreifen? Doch, jetzt. Wir kämpfen uns durch die Wälder. Die würde ich aber dort lassen. Die lasse ich auch da. Die ziehe ich weiter nach Süden. Jetzt hole ich alles nach Süden. Die können wir mal upgraden. Ihr hielt euch erstmal. Ihr kommt aber nach Süden. Der Stadt geht's an sich gut. Und überspringen. Mehr geht ja nicht. Die geht auf der Straße lang. Das ist super. Die Wassermühle. Kümmern wir uns erstmal ein bisschen um die Städte an sich. Ist halt nichts, ne? Hier ist halt gar nichts in der Nähe. Handwerker wäre nice, aber da kommt dann noch der Handwerker. Mach mal einen Kornspeicher. Hier dürfte nichts sein, oder? Ja gut, das werde ich sehen. Ich werde hier noch welche Stadt gründen. Nein, wen haben wir denn da? Ach nein, die Lannisters. Ach nö. Ja, seine Tochter kennen wir ja auch schon. Dabei kennen wir die hier drüben noch gar nicht so wirklich. Nur ein paar kleinere. Uha. Ich habe ein bisschen Angst, auf die Drachen zu treffen, ne? Von Daenerys. Hey, wir gehen überall hin, wo es Geld und Ärger gibt. Söldner? Ja, das Söldner-Ding ist nicht so. Nee. Das passt schon so, wie es ist. Okay, jetzt haben wir hier schon mal. Kann ich das nicht? Müsste ich da eigentlich, oder? Warte mal, Moment. Wo ist nämlich 3 Gold hier? Hier werde ich vielleicht ein Sägewerk hinbauen. Super Sägewerke. Die Produktion zu steigern. Industriegebiet ist heftig. Das kostet halt so viel, ne? Ich bin aber Handwerker. Oh, wo setzt man denjenigen rein? Produktion in der Hauptstadt, würde ich sagen. Gönne ich mir. Das Lustige. Der hier, ne? Der ist nur so stark. Der steht mit allen gut. Das ist ungeil. Ja, das ist sein Vater eigentlich, ne? Er ist zwar militärisch sehr stark. Oh. Lannisters. Er ist zwar militärisch stark. Oh, verdammt. Na,